Nachmittagssnack für die Kids und für mich selbst. Wir schaffen es meistens nicht vom Mittagessen bis zum Abendessen durchzuhalten und nichts zu essen. Und so kommt es, dass wir zum Beispiel Grießbrei machen, Produktwerbung. Das ist eine 100% Papiertüte, Papierverpackung. Leider bekommt man Grieß, Dinkelgrieß meistens sonst in Plastik verpackt. Schau also mal vor allem im Bioladen nach zum Beispiel dieser Marke. Es gibt aber inzwischen auch andere Hersteller, die so langsam umstellen auf Papierverpackung. Da kannst du einiges an Plastik loswerden. Melde dich an für die kostenlose 7-Tage-Challenge zu weniger Müll und weniger Plastik, wenn du Lust hast, dich noch intensiver mit diesem Thema auseinanderzusetzen und auch zu Hause wirklich was zu erreichen.